Die meisten Verbrechen geschehen nachts. Ich könnte ja. Ach so, ja. Hallo erstmal und willkommen zurück bei Far Cry 5. Ich wollte gerade sagen, lass nicht dein Besen hier rumliegen. Jetzt kann ich endlich wieder zu Hause ängstlich sein, statt draußen in der Wildnis. Ja, ob das einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Manchmal. Naja, ist egal. Ich gehe mal hier zu Madame. Ich rede mal mit ihr. Als du aus dem Bunker entkommen bist. John hat es nicht gesagt. Aber ich konnte es in seinem Gesicht sehen. Versagen. Ab dann wurde alles schlimmer. Als ob er versuchte, etwas wieder gut zu machen, seinem Bruder zu beweisen, dass er... Hätte nie gedacht, dass du von da entkommst. Bier. Ja, das war auch nicht einfach. Es war nicht einfach, da gebe ich dir recht. Kann ich sie ja nicht anheuern? Eigentlich scheinbar nicht, oder? Ich würde gerne... Ich glaube, sie wäre die richtige Person normalerweise. Der ganze Plan war von Anfang an für den Arsch. Die Feds haben alles unterschätzt. Ein Helikopter und 5 Uniformierte gegen diese hirngewaschene Brigade. Wer das entschieden hat, wird gefeuert, definitiv. Und das Traurigste daran? Was wir hier getan haben, wird der nächste Wahnsinnige als Grund dafür sehen, dass jeder in einer Uniform der Feind ist. Ja, das ist aber immer so. Es wird sich immer jemand finden, der so denkt. Das ist, egal ob es hier ist oder überall. Das ist eine gute Idee. Darf ich mitessen? Warte mal, ich geh mal da kurz rüber da hinten. Was ist denn das für ein Geräusch eigentlich? Das hört sich so ein bisschen an wie auf dem Jahrmarkt. Tausend so. Dank. Ja, kein Ding. Jemand hat bei dieser schäbigen Brücke Vorräte von Eden's Gate geklaut. Wir finden den Dieb nicht, aber ich wette, er ist da ganz in der Nähe. Neues Prepper-Versteck entdeckt. Okay, so, schaukeln. Warte mal, wie ist denn das mit dem... Nee, warte, hier ist das. Mit dem Anheuern. Ich kann nur... Ich kann Bären anheuern, das ist ich jetzt erst. Das ist auch geil. Okay, nee, ich kann... Huch! Oh, sieht auch cool aus hier mit ihrem Pfeil und Bogen. Nicht verfügbar. Kommt noch. Ein Puma kann ich auch anheuern, das ist ja geil. Ja, gut. Alles klar. Dann, ja, dann, gut, dann muss ich wohl. Ey, stell mal den Besen richtig hin hier, Freundchen. Gott sei Dank bist du genau rechtzeitig gekommen. Na gut, wenn du das sagst. Jetzt Prepper. Kann ich endlich wieder zu Hause ängstlich sein, statt draußen Prep. Ja, das sagtest du gerade. Prepper-Versteck, warte mal. Nein, wieder falsch. Welches denn? Wo war denn das jetzt nochmal? Wie hieß das nochmal? Ich hab's vergessen. Warte mal. Irgendwie scrollt er hier blöd. Jedenfalls mit der Maus, die ich benutze hier. Da, Bahngelände. Da wollten wir auch nochmal hin. Wespennest. Nee, das ist das nicht, oder? Ist es das? Kann er eigentlich nur. Wo ist denn das? Warte mal. Wo ist denn das? Das ist da hinten. Okay, gut, einmal quer rüber, aber gut, ja, fast. Können wir ja mal machen. Wir wählen das mal an hier. Und dann juckeln wir mal dahin. Mit einem entsprechenden Fahrzeug natürlich. Muss mal gerade mal schauen. Ah, ich nehme mal Boomer wieder mit. Genau, fällt mir gerade ein. Den guten Boomer werde ich mal wieder mitnehmen. Genau, einmal. Ach so, ja, zuweisen. Und dann kann ich... Sie ja auch noch mitnehmen. So. Gleich 2 an meiner Seite. Ob wir... Verstanden. Komme sofort. Okay. Hi, Boomer. Ob wir alle beide dafür brauchen, weiß ich nicht. Ich habe kein Fahrzeug. Okay, dann muss ich hier mal meins, was ich schon habe. Gruselig hier drauf. Ach, Quatsch. Einmal ordern. Warte. Oh. Was ist denn das für eine Karre hier? Den, war das nicht das? Nee, das war der nicht. So ähnlicher, vor dem wir gestanden haben bei John's Seed Farm. Nee, ich, warte mal, wir haben... Kaufen? Nee, wir haben noch einen, oder? Haben wir nicht einen? Klammer, wir haben schon mal einen gekauft hier. Hier, ihn hier. Genau, den fahren wir mal. Ja, spawnen. Da ist er. Dann würde ich sagen, einmal einsteigen, bitte.
So, Boomer ist vermutlich dann wieder zu Fuß unterwegs. Der folgt uns dann, nehme ich mal an. Ich habe mir für meine Bronzemedaille mal eine Parade abgehalten. Ich hab's gehasst. Paraden sind nichts für mich. Ich kann nicht hupen. Doch jetzt. Ach, rechts ist das. Okay. Na ja, wir umstellen hier. Umdenken vielmehr. So. Hey, kümmere dich lieber schnell um das Tier. Was? Was für ein Tier? Was redest du da? Hä, ist denn das für ein Hunterbuck da hinten? Oh, nee, ist gar keiner. Was war das? Um so ein aggressives Tier sollte man sich lieber präventiv kümmern. Eine Kuh? Ich bin auf eine Kuh gefahren. Über eine Kuh. Liegt hier einfach eine Kuh rum? Das gibt's doch gar nicht. Boomer, hau ab! Sonst erschießen die dich. Oh, hab ich jetzt Boomer? Nee, hab ich nicht. Okay, ein Glück. Auf Feuer, der gute Boomer. Nicht, dass ich die noch aus Versehen überfahre. Mann. Hab ich mich seit Afghanistan nicht mehr gefühlt. Erreiche den Getreideheber. Fahren wir da auch nicht schon mal? Das kommt mir auch so bekannt vor. Hab ich jetzt einen falschen überfahren? Nee, glaub nicht. Moment, ich steig mal aus. Was will er denn? Weg. Hallo. Hatte die Sekte keine Chance mehr. Hab gehört, die Sekte hätte bei O'Hara rumgeschnüffelt und versucht ins Haus. Was? Sag mal nochmal. Du rennst einfach weg, während du mit mir redest. Hab gehört, die Sekte hätte bei O'Hara rumgeschnüffelt und versucht ins Haus zu kommen. Das kann nur einen Grund haben. Vorräte. Lasst sie uns zuerst finden. Neues Prepper-Versteck. Okay. Gut, von mir aus. Aber das machen wir erstmal danach. Beziehungsweise da. Hier drüben ist was zu. Neues Angelgebiet. Jaha, schön. Machen wir noch. Ich verspreche es immer wieder. Und, nee, versprochen habe ich gar nichts bisher. Aber nur mal gesagt, dass wir es auch machen wollen. Hoffentlich fährst du besser, als du schießt. Das war ein Witz. Ja. Deine Sprüche immer. Mann. So. 700 Meter voraus. Okay. Was baumelt denn hier? Ich hasse Sachen, die am Spiegel baumeln. Ach du Scheiße. Nein! Ein Konvoi. Nee, oder? Die haben den einfach aus dem Fahrzeug geschossen. Ach, Mann. Ich hasse das. Eigentlich müsste man es mit denen genauso machen, aber wir sind hier in der Unterzahl. Ich glaube nicht, dass wir da Glück haben. Ich bleib mal ein bisschen weiter hinten. Warum wackelt das Auto so? Bin ich um einen Schaden? Na ja, klar, ich bin ja über die Kuh gefahren. Es kann schon sein, dass das gute Fahrzeug Schaden genommen hat. Ja. Es wackelt. Ja, ich bin vorsichtig. Mann, die juckeln aber auch wie ein paar Sonntagsfahrer hier rum. Die biegen garantiert. Wollen wir wetten, die biegen rechts ab? Da vorne ist das Teil schon. Ich sag doch, die biegen ab. Ich hätte zwar damit gerechnet, dass sie da hinten abbiegen. Eine weiter, aber umso besser. Wer schießt denn da auf wen? Oh Mann, ey. Oh! Hätte die gute Deckung zerschossen hier, also zerfahren. So. Ich ändere die Position. Was für ein lieber Köter. Kann er auch jagen? Ja, der kann alles, Freundchen. Mal nicht so frech hier. So, warte mal, ich würde gerne mal eine erhöhte Position einnehmen. Finde das Versteck. Ich suche mir einen besseren Winkel. Achso, warte mal, ich kann ja Boomer losschicken. Boomi. Boomi. Geh mal bitte da hinten hin. Da liegt schon einer rum. Das könnte ein gutes Zeichen sein. Und dann würde ich ihn gerne da hinten hin schicken. Dahin.
Ich wusste doch, da ist noch was. Ich geh mal hinten rum. Ich halte mich mal hier raus. Kommt man da hoch? Nee, garantiert nicht. Nee. Warum auch? Doch, oh, da komme ich hoch. Das ist gut, das ist gut. Wer ist denn hier noch? Da hinten ist was Rotes. Wahrscheinlich da im Gebäude. Boomer, Boomer, Boomer. Ein Hirsch. Ih, was ist denn das? Haben die da welche ja, da haben die Leute verbrannt. Ach du Scheiße. Was? Wer ist hier der Bulle? Wo bist du denn? Hä? Merkwürdige Dinge passieren hier. Okay, finde das Versteck. Ja, da haben wir da waren wir da auch schon drin, oder? So, warte mal. Nee, 5. Okay. Da fahren wir da. Das kommt mir alles bekannt vor. Warum sind wir hier doppelt? Oder zweites Mal? Nein! Ah ja, genau, das war ja. Mh. Nein! Ach du Scheiße. Nein! Nein, 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 nein. Scheiße, ich gehe gleich drauf, glaube ich. Scheiße! Nein! Ich verblute! Ach was, ich auch! Au, nein! Das war ja doof. Bin ich genau gegen das Wespennest, Bienennest gerannt. Ach, schön doof, schön doof. Naja, gut. Grace ist nicht verfügbar, na, hat ja viel genutzt. Ach, Mensch. Was soll's? Wegen $250 kommen wir hierher. Ist ja ganz toll. Träumchen. So, plündern. Und zwar glaube ich nichts weiter hier. Das war das Versteck. Nicht nochmal dagegen. Nein, nicht nochmal. Wahrscheinlich ein anderes Versteck gemeint. Nehme ich mal an. Gut, im Suchgebiet. Ja, ja, ich muss hier irgendwas anderes finden. Hier drüben stand ja der Wippelmacher. Nee, Quatsch, wie ist das Ding nochmal? Doch, Wippelmacher, oder? Boomer sitzt da vor dem Gebäude. Ja. Gut, hier waren wir schon. Oh, hier liegt noch Geld. Sehr gut. Das. Okay, Funkgerät. Geht nicht. Finde das Versteck. Ja, doch da oben, oder? Hä? Haben wir das schon? Das ist ja merkwürdig. Ach, hier ist nur einer drin. Ist der platt? Sieht aus, wenn er tot ist. Oder pennt nur. Okay. Aua. Okay. Ja, nochmal rein hier. Nochmal stechen lassen. Nee, komm ich nicht rüber. Hier muss ich hier hinten lang wieder. Schön ruhig bleiben, ihr Bienchen. Okay, nein, aber schon wieder. Sag mal, das gibt's da gar nicht. Oh. Ach, alles voll. Hier komme ich durch. Ah, alles klar. Warte. Nee, 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 nee. Einmal nicht bewaffnet. Bootser. Hab es. Glaube ich. Gefunden, wollte ich noch sagen. Hier ist nichts weiter. Okay, muss ich wieder rüberspringen. Jui! Okay, lalalala. Und Handgranaten, ach schön. Jui! Vorsichtig, vorsichtig. Warte, da hinten geht's noch weiter. Oh, Scheiße. Komme ich denn jetzt hier rüber, ohne dass ich
So, Medipack. Und, na, Hilfe. Sonst noch irgendwas? Muss ich da ranspringen? Okay. Und Dosenfutter. Mann, die geht's ja hoch. Sah von außen gar nicht so aus. Juhu! Aha. Alles klar. Was haben wir denn schön? Magazines. So, hier ist noch Geld. Hier unten ist noch Nüschte. Drei Vorteilspunkte. Wurfmesser voll. Und die Pfeile wahrscheinlich auch. Okay. Ist hier noch jemand drunter? Nee, nicht so aus. Na gut. Was haben wir hier noch Schönes? Sharpshooting Champion. Grace Armstrong. Ach, was? Echt? Die gute Grace, die hier mit uns unterwegs ist. Schön von hier oben. Gut. Ja, gut. Dann haben wir das auch erledigt. Da hinten geht's. Unser Auto steht noch. Okay. Da wollte ich eigentlich jetzt hin. Da wollte ich eigentlich jetzt hin, ohne dass ich mich jetzt hier verletze beim Hinunter. Ach, dann machen wir das so. Hui. Mutza. So. Zacki. Und über den Zaun geht's natürlich nicht. Macht nichts. Was ist das denn? Okay. So, hier noch einmal reinschauen. Ah, fährt so eine geile Karre. Sehr cool. Sehr cool. So, gut. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf zum nächsten Missionspunkt. Natürlich alleine, weil ich habe ja Madame verloren gerade. Was haben wir denn Schönes hier? Wir könnten Klatsch Nixon. Nee, Nebenmission. Was ist das für eine? Was ist das für eine? Warte mal. Was ist das für eine Nebenmission? Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Bewaffneter. Ach, das ist dieser Konvoi. Oh, na, da bräuchte ich ein bisschen Hilfe, glaube ich. Und eventuell einen Hubschrauber. Das wäre cool. Das wäre cool. Pass auf, wir fahren zur Eierfeier. Schaffen wir das noch in der Folge? Naja. Nicht so wirklich. Nicht so wirklich. Warte mal, ich schaue nochmal gerade auf die Karte. Für die Eierfeier ist vielleicht doch ein bisschen. Da können wir hinfahren. Die Düngerfabrik. Ja, machen wir das mal erstmal. Fahren wir dahin. So. Okay, rückwärts. Also umdrehen meine ich. So. So, wir sind doch schon da. Sehr gut. Aber hier waren wir doch. Die Düngerfabrik, da waren wir doch auch schon. Klar waren wir da schon. Warum sollten wir jetzt dahin? Die haben wir befreit schon. Sir, vielleicht sollten Sie einfach weiterziehen. Gar nicht so leicht, einen Elch zu töten. Erst recht nicht einen Verrückten. Vielleicht sollen. Was ist hier los? Misstrauen? Ich soll irgendeine Scheune. Falsche Farm erreichen. Quatsch, Scheune erreichen. Oh, hier ist dieser scheiß Konvoi. Da hinten 500 Meter, da fahren wir mal hin. Huch. Hä? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Irgendwas ist doch hier faul jetzt gerade. Erreiche Heizscheune. Okay. Wolf. Ach du Scheiße. Alter. Verkehrsunfall. Hallo. Gerade. Die Antenne wackelt noch. Cool. Was macht der? Burnout oder was? Freund, was machst du hier? Ach komm, aus dem Alter bist du doch raus, um so eine Show abzuziehen hier, oder? Ich glaube, der will gerade ausfahren, aber irgendwas ist hier defekt an seinem Fahrzeug, glaube ich.
Yeah, let's surf! Wuhu! Was passiert hier? Hallo! Ja, Boomer, der schüttelt auch nur den Kopf. Und wundert sich, was hier passiert. Ort entdeckt. Nebenbei so ganz... Naja. Kann man da einsteigen? Hi, Kumpel! Wo fährst du denn hin? Wo fährst du denn hin, Kumpel? Sag mal! Fahren wir einfach mal mit, mal sehen. Ich glaube, der fährt hier nur im Kreis, kann das sein? Ich weiß nicht. Aber vielleicht können wir ja was reißen hier aus der Karre. Ist bestimmt ein guter, oder? Nee, das ist harmlos. Boomer kommt hinterher gerannt. Hoho, sehr schnell. Okay, Ah ja, der fährt hier im Kreis. Gut, dann Freund, dann halt mal an, da vorne an der hellsten Kreuzung. Weil ich da geradeaus muss, glaube ich. Wenn ich jetzt hier aussteige, ist, glaube ich, vorbei, die Aktion hier. Wo ist denn mein Auto eigentlich? Wo waren das? Da hinten. Okay, ich muss raus. Lass mich aus! Nee, da hinten steht eins. Cool, nehmen wir das. Okay. Tschüss! Danke fürs Mitnehmen. Neues Jagdgebiet entdeckt. Gut, dann würde ich sagen, schnapp ich mir... Wen knoten der an? Ach, ihn da. Wir sollten doch mal... Fuck, warum treffe ich die nicht? Ist egal. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann wahrscheinlich dann da hinten, in 200 Meter Entfernung. Was auch immer wir da machen müssen. Keine Ahnung. Ich weiß es bis jetzt nicht. Oder ich hab's vergessen. Also, bis denn. Ciao. Boomer. Jo, mein Kleiner. Jo. Und tschüss. Ich bin raus. Nur Chaoten hier.